Hallo und herzlich willkommen zur satanischen Musikagenda, Folge 155, aber Folge Nummer 33. Was ist los bei Agneta Felskog? Was steckt hinter aber und wie hängen die Dinge zusammen? Da haben wir jetzt schon über 32 Stunden Sendung zugemacht und jetzt kommt die 33. Zusammen mit meinem Bruder in Christus, dem Jörg. Moin, moin. Moin, moin. Die 33. Da gibt es jetzt wieder einige, die sagen von, was macht ihr denn wieder da? Und das ist dann vielleicht auch noch die letzte Sendung. Weiß man ja nicht. Na, also, wir beschäftigen uns nicht mit der Kabbalistik. Zahlen sind für uns Zahlen. Bestimmte Zahlen hat Gott eine bestimmte Ordnung gegeben oder eine bestimmte Bestimmung. 7 ist die perfekte Zahl. Wisst ihr eigentlich, warum? In 6 Tagen hat Gott die Welt gemacht und mit dem 7. Tag hat er es gefeiert. Den hat er deswegen geheiligt und ihn auf die Seite gesetzt. Und deswegen ist das die Perfektion, weil Gott sah, dass alles sehr gut war. Ja, und 33 kann man nicht mit 7 teilen, aber wenn man das 5-mal nimmt, dann kommt man auf 35. Vielleicht kommen wir auf 35 Sendungen. Ganz egal. Hauptsache, wir beschäftigen uns mit ABBA. Ich will auch gar nicht weiter viel Zeit in Beschlag nehmen, weil Michael hat ganz viel vorbereitet, um uns noch weiter über die Blonde hier im Bild, Agneta, zu erzählen. Und deswegen sage ich mal, bitte Informationen ab. In der letzten Sendung haben wir ganz viel über Gerd van der Graaf geredet und auch ganz viel darüber geredet, was da im Hintergrund erstmal passiert ist und welche Informationen wir habhaft werden können durch das Internet und durch natürlich entsprechende Biografien und durch entsprechende Fanbeiträge auch. Jetzt geht's weiter hier. Der nächste Fund kommt aus der Webseite irishtimes.com und geht über Desert Island Risks und hat jetzt irgendetwas wohl mit dieser Serie Lost zu tun und ist eine Besprechung einer TV-Serie, Lost, also verloren. Und dann schaut mal, wie das letzten Endes jetzt dann plötzlich den Dreh nimmt in dieser Besprechung in Richtung ABBA. Das hat mich dann doch sehr erstaunt, aber so ist das manchmal. Man kommt dann halt plötzlich durch eine Recherche auf Dinge, die man halt plötzlich nie gefunden hätte. Das ist ungefähr wie YouTube, ihr wollt etwas suchen, wo kommt er bei aus? Ja, bei Katzenvideos oder halt bei unserer Sendung. Diese Insel scheint irgendwie bevölkert zu sein bei einer übernatürlichen Kräfte und das kann eben irgendwelche ganzen komischen, schlimmen Dinge machen. Gut, soweit jetzt erstmal die Fiktion und jetzt kommen wir mal zu der anderen Geschichte. Es gab einen gruseligen Moment in Lost, als die Überlebenden irgendwie ein Radiosignal auch von einer Frau bekommen haben, die total in Panik war seit 16 Jahren. Und okay, wir wissen jetzt, wer sie ist. Das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen spöttisch. Das ist eben ABBA. Hinter der Blonden, Behind the Blonde, behandelt eben das merkwürdige Leben von Agneta Felskog, die Blonde mit dem großen schwedischen Hintern, wie sie eben beschrieben wurde durch ihren oder einen ihrer Ex-Freundinnen, und zwar den amerikanischen Schallplattenproduzenten Bruce Geitsch. Tja, Bruce Geitsch, guck mal uns den Kerl mal ganz kurz an. Ja, hier haben wir beispielsweise, eine Frisur, eine Typänderung. Wieder vielleicht mal dieses Bild links mit dem Bild rechts. Da seht ihr mal typisch 80er Jahre, à la Frieda-Look, ne, so richtig so Bananarama-mäßig oder wie auch immer da. Auf jeden Fall, ich bin emanzipiert und ich lasse mir nichts mehr gefallen. Ja, und sie hat eben auf einer Insel namens Ekerö, da lebt sie da seit 17 Jahren und deswegen fanden die das eben eine Reminiszenz an dieser Handlungsstrang in Lost. Und diese Frau hat wirklich ein ereignisreiches Leben, beispielsweise. Ihre Flugangst war noch ausgeprägter als früher. In einer dunklen Oktobernacht war sie gerade auf ihrem Weg von London nach Hause, als ein Unglück passierte. Kurz nachdem der Tourbus die schwedische Grenze überquert hatte, geriet sie in einen bösen Unfall und sie wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Bus begann plötzlich gefährlich zu schlingern, erinnert sich Agneta. Zitat, ich hörte nur noch die quietschenden Reifen und ganz aufgeregte Stimmen. Ich flog kreuz und quer durch den Bus, sodass ich mich am Kopf und an den Beinen verletzte. Der Moment, als ich mir zum ersten Mal darüber bewusst wurde, dass wir nun einen Unfall hatten, war schrecklich. Ich konnte rein gar nichts sehen, denn man hatte mich in die Schlafkabine zurückgebracht. Doch ich erinnere mich noch genau an den schrecklichen Aufprall, bevor der Bus sich mehrmals überschlug und die Fensterscheiben laut zerkrachend zerbarsten. Sie hatte sich an ihrer Matratze festgeklammert und wurde durch ein zerbrochenes Fenster hinausgeschleudert und landete in einem Graben. Die Matratze hatte sie weitgehend vor den Glassplittern geschützt. Wie durch ein Wunder überlebten sämtliche Mitreisenden den Unfall und blieben mehr oder minder unverletzt. Einer der Passagiere im Bus war die Journalistin Britta Amann, die an einem autorisierten Buch über Agneta schrieb. Dieser Unfall jedoch sollte fatale, das heißt in der Regel tödliche, Konsequenzen für das Projekt nach sich ziehen. Also fatal bitte nie unterschätzen.
Als die wöchentliche Klatschpresse Wind von der Unfallgeschichte bekam, dichteten sie, Agnetha sei schwanger und habe durch das Unglück eine Fehlgeburt erlitten. Es war natürlich kein wahres Wort an dieser Story, doch Agnetha war mittlerweile zu müde von derartigen Reportagen und hatte keine Lust mehr, noch irgendwelche Dementis abgeben zu müssen. Also entschloss sie sich kurzerhand dazu, keinen Ton mehr zu sagen und strich zusätzlich kurzerhand sämtliche Pläne für das Buch. Daher musste Britta Amann den Vertrag mit ihrem Verleger wieder lösen, da sie keine Chance mehr sah, dieses Buch jemals veröffentlichen zu können. Dennoch machte sie auch in den nächsten Jahren weiterhin offizielle Exklusivinterviews mit Agnetha. Ja, und jetzt haben wir eben hier, September 83 verlobte sie sich mit Torbjörn Brander, das hatten wir schon, diesen Bodyguard, der eben nicht nur Bodyguard war, sondern wirklich Polizeiinspektor. Also die Frau braucht Schutz, weil da dauernd solche Sachen passieren wie Entführungsdrohungen gegen die Gruppe, gegen die Kinder, Bombendrohungen, Leute, die um 3:30 nachts versuchen, in ihr Haus zu kommen, solche ganzen Geschichten, Leute, die sie verfolgen und so weiter. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich mit dem Herrn Brander da verlobt hatte, da waren die Geschichten beispielsweise hier mit Connie Francis, mit der Vergewaltigung im Motel und auch hier mit John Lennon mit seiner Ermordung 1980 ja noch sehr präsent. Na gut, geht weiter. Da habt ihr ein bisschen Fotomaterial. Also kein kleiner Unfall. Sie hatte eben Beziehungen zu ihrem Leibwächter, beziehungsweise zu den Polizeibeamten und ihrem Psychotherapeut. Shrink ist so ein feststehender Ausdruck. Aber diese Biografie, die ich nicht gesehen habe, weil sie nicht mehr erhältlich ist hier auf YouTube oder sowas, ist eben fokussiert auf den Holländer Gert van Graaff, der bizarrerweise ihr Liebhaber wurde. Das ist eine Aufnahme aus dem Gerichtssaal, die ich nicht gerne zeige, aber nur mal damit ihr seht, das ist alles keine Fiktion hier. Wir reden jetzt hier nicht von einer Fernsehserie Lost, wir reden jetzt hier von einer öffentlichen Geschichte. Na, gucken wir uns die Geschichte nochmal weiter an. Also, so sieht keine glückliche Mensch und keine glückliche Frau aus. Das sind originale Dinge aus Zeitschriften. Und auch wenn ihr jetzt denkt, naja gut, ich kann kein Schwedisch, ich habe mir die Mühe gemacht, für euch die Schlagbegriffe hier zu übersetzen. Beispielsweise Trakasserat heißt Belästigung und die Überschrift heißt hier, Agnetas Verfolger setzt seinen Terror fort. Und ich habe, glaube ich, 4 von diesen Zeitschriften mir angeguckt. Ja, ich glaube, für das hier braucht man keine Übersetzung, ne? Nein, das hatten wir aber auch schon mal, glaube ich, so in der vorletzten Folge ist es auch schon rausgekommen, aber stimmt, klar, das ist natürlich auch Eigenheit. Ja, der Gert van Graaff hat einen Nachbarn angefahren oder überfahren bei seiner Flucht. So viel mal dazu. Mit diesem Auto da wohl. Ja. So, Verfjöle Krebs Hoss Agnetha Felskog heißt zu Deutsch, Verfolger wurde festgenommen. Da habt ihr wieder dieses Auto. Geht weiter. Jack Elskar ist übrigens ein Begriff. Henne Fortfende heißt, ich liebe sie immer noch. Volföhren Krebs Igen heißt, der Verfolger wurde erneut festgenommen. Mannenfahrer Besat auf Agnetha Felskog Eflera A heißt, der Mann war jahrelang besessen von Agnetha Felskog. Besessen. Dazu was steht in der Bibel? In der Heiligen Schrift über die Heilung von 2 Blinden und einem Besessenen. Im Markus- und Matthäus-Evangelium. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm 2 Blinde nach. Die schrien und sprachen, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus ermahnte sie ernstlich und sprach, seht zu, dass es niemand erfährt. Sie aber gingen hinaus und machten ihn in jener ganzen Gegend bekannt. Als sie aber hinausgingen, siehe, da brachte man einen Menschen zu ihm, der stumm und besessen war. Und nachdem der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmenge verwunderte sich und sprach, so etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. Ja, und ihr seht auch genauso gut die Wörter, die ich eben hier fett gedruckt habe. Besessen gleich Dämon.
Ja, und wenn jetzt die normale Presse oder wer auch irgendjemand gesagt, ach, besessen heißt heutzutage was anderes. Besessen heißt, jemand ist unter dem Einfluss eines anderen Geistes. Das ist das, was besessen heißt. Jemand besitzt einen. Ja, und wenn ich mich nicht irre, dann ist das griechische Wort für Dämon Teufel, ne? Mhm. Ja, genau. Das stimmt. Ja, dann mal rein in den ganzen Mist, den die Frau Felskog da bekommen hat. Da seht ihr sie. Sie ist ja nicht nur die Einsiedlerin irgendwo, sondern sie ist ja schon mal in offiziellen Anlässen. Also hier, das ist Jennifer Lopez. Die auch mit dem Hintern, ne? Also zwei Frauen, die für den Hintern bekannt sind. Und zwei Frauen, die natürlich mega erfolgreich sind. Und man kann nicht sagen, dass sie das Rampeln nicht oder das, wie auch immer, da scheut. Also sie hat sich sehr zurückgezogen, sie muss ja auch nicht mehr. Aber dennoch, wäre sie konsequent gewesen, hätte sie sich natürlich mal ganz aus der Öffentlichkeit irgendwie rausgehalten. Aber gut, ist halt so, wie es ist. Ne? Interview von Gert van den Graaf. Das erste Mal, als ich nach Schweden gefahren bin, war in meinem kleinen Auto. Als ich das Zuhause meines Idols, meines Abgottes, meiner abgöttisch geliebten Agneta eben dann erreicht habe, hat er sein kleines Auto in dem Schnee vor Agnetas Besitz geparkt und gewartet. Es ist schwer, Van der Graaf zu beschreiben, ohne halt aggressiv zu werden oder offensiv zu werden. Er ist, wie auch immer, ein zentrales Stalker-Material, ein isolierter Fantast, ein selbstverherrlichender Pilz, der auf dem schattigen Unterbauch der Populärkultur wächst. Und das natürlich alles Schmu, das soll sich nur gut anhören, er ist natürlich besessen. Ja? Und er sagt selber sein Idol, ja, die Frau, die er anbetet. Und das ist ein Verstoß gegen mehrere Gebote. Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bild noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ja, also soll man keinen anderen anbeten als den alleinigen Schöpfergott. Ja, und der einzige Fehler, der hier drin ist, ist natürlich zweites Buch Mose 20, nicht erstes, was da oben drüber steht. Das ist mir gerade aufgefallen. Aber gut, nochmal zur Vollständigkeit. Nach vielen gescheiterten Versuchen, Felskogs Aufmerksamkeit zu erregen, war Van der Graaf, der jetzt ein Nachbar war und eine Hütte in der Nähe ihres Hauses gekauft hatte, in einen Autounfall verwickelt. Während er sich erholte, schrieb er einen seiner vielen hunderte Briefe an sie, in denen er sein Trauma beschrieb. Jetzt geht's los. Perhaps Van der Graaf's letter struck a chord, but for motives that will remain a mystery. Also vielleicht hat Van der Graaf's Brief irgendeinen Akkord getroffen bei Agneta, aber aufgrund von Motiven, die eine Mysterietät, die ein Geheimnis bleiben werden, hat sie sich dazu entschlossen, ihn zu besuchen. Und für mich ist das überhaupt kein Mysterium oder kein Geheimnis. Wir haben noch festgestellt, deswegen habe ich extra reinkopiert, dass sie, als sie ihren ersten Boyfriend hatte, den Björn Lilja, glaube ich, so hieß der, hat sie auch gesagt, ich habe mal Schluss gemacht, ich habe jemanden besucht und so weiter, aber da hat mir wieder leid. Also Mitleid und Empathie ist bei der Dame hier doch sehr stark ausgeprägt. Ich meine, wie leidensfähig muss man sein, um höchst schwanger auf einer Bühne zu stehen, zum Beispiel. Also die Dame muss schon einen ausgeprägten Dickkopf haben, sonst hätte das nicht funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Hochschwangere dazu überreden kann, mal eben eine lange Fahrt zu irgendeinem Song-Contest zu machen und da mal eben da ein Lied zu schmettern. Ne? Aber gut, das ist eine andere Baustelle jetzt. Ich kann das ja nur vermuten, ich kann das nicht wissen, ich kenne die Dame nicht persönlich. Aber gut, ich finde es auf jeden Fall außergewöhnlich, was da passiert ist. Nach Jahren des Wartens hörte Gert van der Graaf ein Klopfen an seiner Zimmertür. Als er sie geöffnet hatte, sagte er, es wäre, als wenn mein Jugendtraum wahr geworden wäre. Später in diesem Abend, erstaunenderweise, hat er seine Jungfräulichkeit mit seinem Idol verloren. Zitat, ich dachte, sie hat es genossen. Er sagte weiterhin, als wir uns erholt haben, nebeneinander, haben wir eben uns in dieser komischen Position wiedergefunden. Mama mia.
Felskog in einem Interview, das sie letztes Jahr gegeben hat, hat eben Fragmente davon aus dieser Dokumentation eben gezeigt worden, hat eben dann sich geweigert, irgendetwas weiter über die 2 Jahre dauernde Beziehung mit ihrem Stalker zu berichten. Und warum sollte sie? Ja, währenddessen einige schwedische Medien reporten, dass Van der Graafs Obsession heißt, eine feindliche Aktion eines bösen Geistes oder eine feindliche Übernahme eines bösen Geistes ihn besessen hat. Da gab es doch mal eine andere Gruppe, die gar nicht so bekannt war. Irgendwas, die haben eine LP rausgebracht, ein Album, das hieß, glaube ich, Massive Luxury Overdose. Und das Lied, das damals daraus gekoppelt war, hieß Obsession. Jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen der Gruppe. Enmotion heißt die Gruppe. Natürlich, das hast du natürlich alles recherchiert. Ja. Nein, das habe ich im Kopf. Das brauche ich nicht zu recherchieren, das habe ich im Kopf. Ja gut, da hast du halt ein besseres Musikgedächtnis als ich. Auf den Namen bin ich jetzt nicht mehr gekommen. Aber hast recht, genau die Gruppe meine ich. Ja. Die haben sich alle so komisch transgendermäßig gekleidet, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja. Ne? Damals schon, in den 80er Jahren. Ne? Mhm. You're My Obsession war, glaube ich, ein Teil des Textes. Ne? Wenn man das jetzt alles so in dem Zusammenhang sieht, ist das vielleicht für den einen oder anderen noch ein wenig interessanter, wollte ich nur mal kurz bemerken. Ja, ja, aber wie gesagt, also Obsession selber ist ja schon klar hier eine feindliche Übernahme, eine feindliche Aktion, feindliche Tat eines bösen Geistes. Es geht sich um Evil Spirit. Es geht sich jetzt hier nicht nur, dass man sagt, ach, ich bin Fan und ich würde die so gerne singen, sondern hier geht es sich wirklich um eine Besetzung. Geht weiter. Oh, wir sind erst am Anfang hier, hm? Frage ist, was hat die Frau denn da geritten, sich mit einem 15 Jahre jüngeren Lagerarbeiter aus Niederlanden da halt zusammenzukommen? Ne? Können wir nicht wissen, aber nochmal, das ganze Thema von Under Attack ist hier drin. She fell first. Agneta hatte nicht so ein Glück. Sie hat sich erst in einen schwedischen Eishockeystar verliebt, dann in einen Modedesigner und später eben dann in einen Heiratsvermittler oder wie auch immer. 1990 hat sie dann Thomas Sonnenfeld, einen Doktor aus Stockholm, dann eben dann geheiratet. Und das hat aber nur 2 Jahre dann eben gedauert. Ne? Und in das totale Chaos ist sie dann gestolpert mit der bizarren Figur von Gert van der Graaf, einem bespectelt, also einem, was ist ein Brillenbetragender, holländischer. Bebrillt würden wir wahrscheinlich in Deutsch sagen. Bebrillt, ja, genau, ne? Arbeiter. Und dann ist sie eben dann zur Polizei gegangen. Fabrikarbeiter, ja. Dann ist sie eben zur Polizei gegangen, hat gesagt, sie werde gestalkt von einem Wahnsinnigen und war in Angst um mein Leben. Und jetzt geht's los. Und dann haben eben jetzt hier die Leute eben dann hier Ekerö durchsucht, wo er gewohnt hat, der Gert van der Graaf. Und sie fanden den damals 37-jährigen van der Graaf mit Tausenden von Erinnerungsstücken von Agnetas Karriere. Das heißt, ich habe andere Quellen, wo hier davon gesprochen wird, von wegen, ja, pass mal auf, das ganze Haus damit tapeziert. Ja, er war der totale Fan, er hat sich eine totale Höhle gebaut sozusagen. Er hat aber ist er verknackt worden wegen Bedrohung und so weiter und hat eben aber dann in dem Gerichtssaal eben dann ein Verteidigungsschreiben sozusagen herausgeholt von Agneta selber, wo man dann eben rauslesen konnte, dass die Geschichte oder die Beziehung eben viel mehr war als eben so einfach Stalker und Opfer. Und dann hat man dann plötzlich herausgefunden, dass sie eine absolute Romanze gehabt haben und sogar ein paar Wochen vorher sogar noch in Urlaub gewesen sind, bevor Agneta eben die Polizei dann eben verständigt hatte. Und deswegen war Schweden ziemlich betroffen. Und Britta Amann, das ist diejenige, die eben nicht schreiben durfte, die aus dem Bus ja mitgeflogen ist da oder in dem Bus da drin gewesen ist, wo sie einen Unfall gehabt hat, hat gesagt, nee, das ist das Ende unserer Freundschaft. Als sie mir darüber erzählt hat, berichtet hat, war ich total schockiert. Ich habe sie gewarnt und ich habe ihr gesagt, es kann gefährlich werden, aber stattdessen hat sie weiter ihn ermutigt. Ich dachte, oder für mich war das der Punkt, wo die Menschen einfach Agneta aufgegeben haben. Das heißt, sie ist gewarnt worden durch andere, aber viele Menschen haben sie aufgegeben, nachdem auch eine ihrer besten Freundinnen damals, die sich immer die Exklusivinterviews gemacht haben, ist, selbst die also da gegen eine Mauer angerannt ist. Also Agneta war da auch von, ich will nicht sagen besessen, aber auch total vereinnahmt von der Idee, dass es das jetzt sein könnte, dass sie dem Menschen da einen Gefallen tut und dass der so toll ist und wie auch immer.
Die Menschen, die Agnetha besser kennen und näher kennen, sagen, sie hatte nie so eine Sehnsucht nach Stardom und so weiter. Sie hätte doch besser in Jönköping bleiben sollen, also dieses sogenannte Jerusalem von Schweden, in den kleinen Stadt im Südschweden und so weiter, wo sie eben aufgewachsen ist und eben eine Tochter eines Verkaufsleiters gewesen ist und die klassische Musikerin eben dann gewesen wäre und nicht eben so ein Superstar. Aber ABBA hätte ohne sie eben genau nicht diese Spitzen erreicht. Und Björn und Benny haben diese total aufpolierten Poplieder gemacht und Anna Fried hat eben den Funk geliefert, aber es war Agnetas reine Stimme und ihre total anmutende Schönheit, dass eben die Gruppe gleichzeitig ein Aushängeschild war und total unwiderstehlich für das Ohr. Obwohl Agnetha ein abgelegenes Haus gekauft hatte, um penetrante Fans um sich fernzuhalten, pilgern noch immer viele glühende Bewunderer nach Eckerö, einen Blick auf ihr Idol werfen zu können. Aber Fanmagazine waren voller Berichte darüber, wie Agnetha mit ihrem Wagen vorbeifährt, die Fensterscheibe herunterkurbelt, ihre Fans bittet, keine Fotos zu schießen, einige Worte mit ihnen wechselt, ein oder zwei CDs signiert und dann wieder wegfährt. Zweifellos ermüdend für Agnetha, doch grundsätzlich recht harmlos. Der Fall van der Graaf lag da schon etwas anders. Übertriebene Fanliebe entwickelte sich zur Besessenheit. Einmal beobachtete Agnetha, wie sie auf einem matschigen Weg in der Nähe seines Hauses mit ihrem Hund spazieren ging. Also bestellte er unverzüglich eine ganze Wagenladung Kies, die auf den Weg verteilt wurde, damit Agnetha beim nächsten Mal keine schmutzigen Stiefel bekam. Agnetha allerdings ging diesen Weg nie wieder. Erinnert ihr euch an Under Attack? Ja? Er ist auf meiner Spur. Ja, er folgt meiner Spur. Wieder gesagt, on my track, my chasing lover, mein verfolgender Liebhaber. Und da hat sie später gesagt, nee, das gibt da jetzt nichts mehr, was da wäre und so weiter und so fort. Agnetha hat dann aber auch zugegeben müssen, es hätte dann eben ab und zu eine Beziehung zwischen ihnen gegeben. Aber jetzt geht's weiter. Licht und Schatten. Inside the door, there was a bucket filled with excrement and a dead turtle, zu Deutsch. Er hatte ein Haus ohne Abwassersystem gekauft. Als die Polizei ihn aufsuchte, ihn zu verhaften, wurden sie mit einem unglaublichen Gestank konfrontiert. Direkt hinter der Tür fand man einen großen Eimer mit Fäkalien sowie einer toten Schildkröte. Agnetha hat ja gesagt damals, wenn es mit uns schlecht lief, machte ich meistens Schluss. Kurz darauf tat es mir immer wieder so leid, dass ich zu ihm ging und wir uns schnell versöhnten. Warum liegt da eine tote Schildkröte? Die Schildkröten sind ein Symbol für langes Leben in China und Japan. Die Schildkröten stehen für den Kosmos und für alte asiatische Mythen. Der Himmel ist symbolisiert durch halt diese Schale, diesen Panzer von der Schildkröte. Die Erde ist symbolisiert durch den Panzer und den Körper der Schildkröte. Die Unterwelt ist symbolisiert bei der unteren Schale des Körpers. 100.000 Schildkröten werden in rituelle Opferhandlungen abgeschlachtet, um Hindu-Rituale zu zelebrieren. Aus dem Jahre 2011. Es kann natürlich auch sein, dass er Schildkrötensuppe gegessen hat und das nicht funktioniert hat, weil er keinen Strom hatte. Aber vergessen wir eins nicht. Der ist Fan. Der ist besessen. Also, ein Hindu-Festival, 100.000 geschlachtete Schildkröten. Ja, geht aber weiter. Das ist die Celebration, die Verehrung von Kali Puja, die in Bengalien gestern stattgefunden hat. Aus dem Buch von Hukam Chand Patayal, Tutwas in Mythology and Ritual, wobei Tutwas jetzt die Landschildkröte ist und Turtle ist eigentlich der Begriff für die Seeschildkröte. Kali Puja heißt Verehrung von Kali. Kali Puja ist zum einen ein Ritual zur Verehrung der göttlichen Mutter in der Gestalt von Kali. Und zum anderen ein Name für in Bengalien für das indische Lichterfest. Lichterfest. Geht weiter. Da gibt es hier wirklich ganz interessante Sachen, die jetzt hier in dieser ganzen Breite jetzt oder in dieser Tiefe jetzt gar nicht so wichtig sind. Ne? Aber ihr seht, es gibt also tatsächlich ganz seltsame Rituale und Religionen, in denen die Schildkröte da verehrt wird. Ne? Zum Beispiel in phoenixmasonry.org, Masonic Museum. Da sind wir schon wieder bei den Freimaurern, die fragen, hey, bist du eine Schildkröte? Ja, die Schildkröte ist eine heilige Figur im ursprünglichen amerikanischen, heidnischen, symbolischen Glauben und repräsentiert die Mutter Erde. Und rechts habt ihr mal wieder My Little Pony, wo ausgerechnet von Rainbow Dash, was noch von der Ashley Ball synchronisiert wird, einer sehr, sehr hochbegabten Sängerin, ja, das kriegt auch noch als Weggefährten auch eine Schildkröte, weil die auch so weise sind. Warum sind die so weise? Die werden so alt.
Es fällt ja keinem auf, dass da eine Eule hinter ist, ne? Ja, das. Es ist Wahnsinn, was hier alles jetzt. Und dahinter sind auch Twin Peaks, ne? Also zumindest ein Peak, ne? Aber gut, das ist, geht noch weiter. Und die Turtle repräsentiert eben Mutter Erde. Und da macht es bei mir Klick, 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 Klick. Die Bedeutung der Schildkröte ist signifikant für gute Gesundheit und ein langes Leben, denn sie lebt bis zu 150 Jahren. Und die harte Schale der Schildkröte repräsentiert nämlich eben jetzt Schutz. Ja? Das ist der Park der Monster oder der heilige Wald von Bomarzo in Lazio, Italien. Durchsetzungsvermögen und Schutz. Ja, Durchsetzungsvermögen auch. Hm? Das ist der Park der Monster. Gucken wir uns den mal an. Ich muss immer denken an Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, das haben wir extra nicht gemacht. Ja, ich weiß. Aus der Folge 117, ne? Schön, dass sich die ganzen Sachen jetzt hier wieder mitkommen. Ne? Aus der Sendung 117, Ägypten Hollywood, ist hier in diesem heiligen Garten eine rätselhafte Frauengestalt auf einer Schildkröte. Geht weiter. Habt das mal in schön, groß und bunt. Okay? Nochmal, das ist ein heiliger Wald, ja? Ein heiliger Wald, ein Holy. Ja? So, und das ist die Statue und damit ein Symbol für die Göttin Aphrodite. Oder Venus, ist nämlich beides. Aphrodite ist griechisch, römisches Venus aus dem Park der Monster or the Sacred Wood of Bomarzo in Italien. Das ist die Venus von Milo. Nein, das ist sie nicht unbedingt. Das ist die Aphrodite von Milos. Denn es ist alles dasselbe. Auch wenn der Herr Dali meint, das wäre jetzt hier die Venus von Milo und da hier seine ganzen Draw, seine ganzen Schubladen, alles da so da rauf staffiert und denkt, er wäre ein großer Künstler mit so einem kleinen Teufelsbärtchen. Oh, den Herrn Salvador Dali, der darf nicht fehlen. Ne? Also, Venus von Milo ist gleich Aphrodite von Milos. Ja? Und der Herr Salvador Dali bezog seine Inspiration unter anderem aus der Sammlung psychiatrischer Anstalten, aus der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg, die ein Museum für historische Werke aus psychiatrischen Anstalten sowie von Psychiatrieerfahrenen eben ist. Die bedeutende Spezialsammlung ist angeschlossen an die Klinik für allgemeine Psychiatrie des Universitätsklinikums Heidelberg. Und da hat er wohl auch eine große Anleihe genommen. Und das passt natürlich auch zu dem Herrn Dali. Der war eh ein bisschen neben der Spur. Heute ist die Anziehungskraft der Anstaltskunst ein Phänomen. Ist überhaupt kein Phänomen. Warum nicht? Ja, weil die Leute angezogen werden von so etwas. Und was ist das? Das ist Twin Peaks. Mit der angeblichen Venus von Milo, die eigentlich die Aphrodite von Melos ist. Denn die Griechen waren zuerst da vor den Römern. Wir erinnern uns an die Bronzestatue von David, ne? aus dem Buch von Daniel. Ne? Da kamen die Griechen nämlich vor den Römern. Also ist das die Aphrodite von Melos, die da steht. Und dahinter fliegt die Eule und wir sind hier in der Hölle und so weiter und so fort. Da, wo immer rückwärts gesprochen wird und hast du nicht gesehen, ne? Black Lodge, Schlangenlinien und so weiter. Manche Lehrer meinen auch, es wäre die Seegöttin Amphitrite, aber es ist natürlich eh alles dasselbe. Das ist eine Marmorstatue mit 2,3 Meter Höhe. Teile des Armes und so weiter sind eben verloren. Aber die Statue ist benannt nach Aphrodites römischen Namen Venus und von dem griechischen Insel von Milos, wo sie entdeckt worden war. Und sie ist die Königin der See. Gemäß der griechischen Mythologie die Göttin der Liebe, der Schönheit, der Begierde, der einer der 12 olympischen Gottheiten, Schutzherrin der Sexualität und Fortpflanzung. Ja? Was hat der Gerd van der Graaf nochmal erzählt? Er hätte seine Jungfräulichkeit verloren. Ist auch nichts mit Schildkrötensuppe, oder? Geht weiter. Von den beiden Sängerinnen entwickelte sich die eine vollkommen unfreiwillig zu einem vergötterten Sexsymbol, das am Ende nicht imstande war, den unglaublichen Ruhm zu verkraften. Vergöttert. Das ist das, was er gemacht hat. Er hat sie vergöttert. Und Aphrodite, die mit der Schildkröte zu tun hat, weil sie auch aus dem Meer gekommen ist, ist gemäß der griechischen Mythologie die Göttin der Sexualität. Und er hat gesagt, er ist durch sie eben nicht mehr Jungfrau. Aphrodite aus der Antike
bedeutet Aphros der Schaum des Meeres. Und uns wird ja erzählt, das Leben kommt aus dem Meer. Ne? Das ist Gnostik sozusagen. Ne? Leben kommt aus dem Meer. Ja, woher kommt das Meer denn dann, wenn das Leben aus dem Meer kommt? Muss ja vielleicht noch irgendwie etwas dahinter sein, hinter dem Meer. Ne? Der Name der Göttin würde demnach auch die im Schaum des Meeres aufstrahlende bedeuten. Spätestens da muss man an Luzifer denken. Und es gibt auch Leute, die sagen, dass die Vorstellung um die griechische Aphrodite durch die phönizische Astarte für möglich hält. Das ist natürlich eher alles ein Abwasch, klar. Wer war zuerst da? Ja, Babylon. Aber nochmal, Aphrodite war vor Venus, weil Venus ist nur die Einromanisierung der Aphrodite. Aber geht noch weiter. Auch die Verknüpfung Aphrodites mit der im Osten der griechischen Welt gelegenen Insel Zypern ließen sich durch diese auf die Göttin der Morgenröte verweisende Genealogie erklären. Die Göttin der Morgenröte. Oh, Zypern, irgendjemand, da war doch was. In der Zwischenzeit hatte Agnetha eine An-Aus-Beziehung mit Torbjörn Brander, nämlich eben der Bodyguard, der auch Polizeiinspektor war und die nämlich jetzt wieder weitergeht. Ne? Und nachdem sie eben getrennt waren, ist sie denn in Kontakt mit ihm geblieben über den Sommer und ihre Romanze ist dann wieder erneut aufgeblitzt und kurz später musste er eben weg für eine Periode des militärischen Service mit dem UN-Bataillon in Zypern. Aber die beiden haben jeden Tag am Telefon miteinander gesprochen. Er musste mit dem UN-Bataillon ausgerechnet wohin? Nach Zypern, dahin, wo die Agnetha herkommt. Cyprus heißt Zypern. Also von wegen, der ist Bodyguard. Ne? Hat wohl ein bisschen mehr zu tun als nur ein Bodyguard. Göttin der Morgenröte, Aurora, ist die lateinische Bezeichnung der Morgenröte. Lateinisch heißt Aurora, nämlich anstelle der griechischen Göttin Eos, wobei natürlich es gibt hunderte Göttinnen, ne, und so weiter und so fort. Die griechische Eos, die Göttin der Morgenröte, ist die Schwester des Sonnengottes Helios, beziehungsweise im Römischen natürlich Apollo, und der Mondgöttin Selene, und so weiter und so fort. Also wir sind auf jeden Fall da in einem Bereich, wo es sich um Vergötterung geht. Ne? Wir erinnern uns. Da war doch was. Zur selben Zeit ging Felskog erneut auf Solo-Tournee und veröffentlichte Ende 1969 ihr neuestes Album Agnetha Felskog Volume 2. Im April 1970 reiste sie mit Björn Ulvaeus, seinem guten Freund Benny Andersson sowie dessen Verlobte Annifried Lyngstad, die ebenfalls im Musikgeschäft tätig waren, nach Zypern, wo sich die beiden auch verlobten. Glaubt ihr, dass Gert van der Graaf nicht ganz genau ihre Lebensgeschichte kannte? Wer jetzt immer noch an Zufälle glaubt, da kommt noch viel mehr. Noch viel mehr. Mythos der Geburt von Aphrodite. Nach Hesiod ist sie die Tochter des Uranus, dessen Sohn Kronos, natürlich auch wie genannt, na klar, Saturn, Kronos, kommt von Chronologie, von der Zeit, ist natürlich auch der alte Sensenmann, ja, der eben im Tarot, die Karte 13, nicht zufällig eben dann auch der Tod ist und der natürlich dann eben ein schwarzer Reiter kommt mit der schwarzen Flagge, mit der fünfstrahligen Lilie und die eben vom Blue Oyster Cult jetzt hier besprochen wird mit, ne, muss doch den Schnitter oder den Sensenmann nicht Angst haben, nicht fürchten und so weiter. Ne, jeden Tag werden wir Zehntausende mehr. So, und sie schnitt ihm auf Rat ihrer Mutter Gaia, was Erde heißt, die Geschlechtsteile mit einem Sichelhieb ab. Daher kommt der Schnitter oder der Sensenmann und warf diese hinter sich ins Meer. Das Blut und der Samen vermischte sich mit dem Meer, welches ringsrum aufschäumte und daraus Aphrodite, die Göttin der Sexualität, gebar, die nach Hesiod zunächst auf Kythera, dann an der Küste von Zypern an Land ging. Alles Zufall, oder wie? Geht weiter. Das ist die Geburt der Venus, die ja nichts anderes ist als Aphrodite auf Lateinisch oder auf Römisch besser gesagt, die in so einer komischen Schale ist. Daher haben wir nämlich dann die Royal Dutch Shell. Als wenn der Gert van den Graaf als Niederländer nicht wüsste bei der Geschichte von Agnetha, wo die Schale von Shell herkommt. Nämlich auch von, na, nicht Venus, Aphrodite. Natürlich, Aphrodite war vorher Venus da. Gut, weiter. Richtigen Pfad hier. Tätigkeit und Charakter. Ja, man hat ja nicht viel zu tun als Königin oder als Götzin. Ne? Darf ja nicht Göttin sein. Bei Homer erschien sie als Beschützerin der geschlechtlichen Liebe, beispielsweise bei der Verführung der Helena durch Paris. Daher hat Paris ja auch den Namen, nicht weil die Stadt der Liebe ist, sondern weil letzten Endes sich hier um einen Sohn geht aus der Mythologie, den Paris. Daneben als Verkörperung der Schönheit und folglich Siegerin im
Siegerin im Schönheitswettstreit mit Hera und Athena vor Paris. Daneben aber auch als Advokatin der Ehe. Zu Zorn gereizt kann sie ihre Gaben allerdings auch ebenso schnell wieder entziehen. Ihre bevorzugten Attribute sind die Goldene, die Zeus-Tochter, die hold lächelnde, und ihrem unwiderstehlichen Liebreiz verdankt sie einem zauberkräftigen Gürtel. Na denn, ne? Das haben wir übrigens auch mit dem Gürtel, übrigens auch im Zoroastrismus. Ne? Da gibt es bei einer Ritual, wo halt die jungen Männer, unter anderem beispielsweise Freddie Mercury, da spreche ich gerade im Brad in Englisch drüber, da haben wir das nämlich dann auch. In so einem Ritual geht es da auch um einen bestimmten Gürtel. Ihr Mann, der Schmiedegott Hephaistos, hatte ihn, also der Schmiedegötze, hatte ihn aus Gold und Edelsteinen gefertigt. Da sind wir schon mal dabei, Hesekiel 28. Und der Rest ist jetzt hier nicht so ganz wichtig. Jetzt geht's aber los, jetzt pass auf. Zu ihrem Gefolge gehören Eros. Ring a bell. Kriegt da eine ganz große Alarmglocke. Macht das jetzt alles langsam Sinn, die ganzen 32 Folgen vorher? Ne, schaut mal hier, was da auf dem Bild jetzt hier steht. Aphrodite und Eros, ein Idol, ein Anbetungsgötze aus dem 4. Jahrhundert vor Christus in Korinthia. Auf dem nächsten Bild. Oder da auf dem Bild. Ne? Deswegen sagt Johannes nochmal, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Mhm. Ja. Aphrodite mit Eros. Oder Anteros, ne? Oder Anteros, ja, es ist alles dasselbe. Ja, aber wer jetzt noch an Schildkrötensuppe gedenkt, ne? Verheiratet ist Aphrodite mit Hephaistos, dem Gott des Feuers und der Schmiedekunst, den sie allerdings mit Sterblichen und Unsterblichen betrügt. Notorisch ist ihre lange Beziehung zum Kriegsgott Ares, also jetzt muss ich wieder umsetzen in Römisch, also Mars, nachdem der Monat März benannt ist. Aus dieser Beziehung geht hervor der Eros, Harmonia, Phobos, Deimos und Anteros. Damit haben wir ja schon zwei der Abba-Geschichten abgehandelt hier. Schauen wir mal weiter. Könnt euch nicht vorstellen, wie lange das gebraucht hat, dieses 2000-Seiten-Skript. Ja. Der Sage nach soll Aphrodite den Trojanischen Krieg ausgelöst haben, als sie mit Hera und Athene den Trojanischen Königssohn Paris um das Urteil ersucht habe, welche von ihnen die schönste sei. Oh, das klingt doch so sehr nach Spieglein, Spieglein an der Wand, oder? Dabei versuchte jede Göttin, ihn zu bestechen, und der Trojaner entschied sich für Aphrodite, da sie ihm die schönste Frau der Welt versprochen hatte. Dieses Ereignis ist als Urteil des Paris bekannt und gilt durch den resultierenden Raub der Helena als mythologischer Auslöser des Zuges der Griechen gegen Troja. Während der 10-jährigen Belagerung unterstützte sie gemeinsam mit Ares Troja nach Kräften. Dort standen Hera und Athene auf der Seite der Griechen. Jetzt geht's weiter. Die schwedische Popgruppe ABBA griff Cassandra in ihrem 1982 geschriebenen Lied auf, Cassandra mit C, worin der Tag nach der Niederlage Trojas beschrieben wird. In dieser Version kann Cassandra den Eroberern Trojas auf einem Schiff entkommen. Na? Déjà-vu? Guck mal, die Reihenfolge hier. Der Tag, bevor du kamst, dann Cassandra und danach Under Attack. Und die Leute machen damit Wunderkerzen und huldigen da der mythologischen Figur der Cassandra. Tja. Und ihr habt gedacht, aber hätte irgendetwas mit Unterhaltungsmusik zu tun. Und Gerd van Graaf war Pech. Ja. Mal weiter. Ja, das sind halt alles hier so die ganzen Bilder und Sachen. Das sind also über tausende von Jahren. Ne? Den Beinamen der Urania sah eben jetzt hier der Historiker Burkhardt, in dem der Himmelskönigin Astarte vorgebildet. Damit ist ja wohl ganz klar, dass alles dasselbe ist, ja? Venus, Aphrodite, Astarte, meinetwegen Semiramis, alle möglichen Geschichten. Alles ist immer dasselbe. Alles ist immer eine Maria in jeglicher Form. Ja? Weitere Gemeinsamkeiten der Kulte von Aphrodite und Astarte erkannte Burkhardt in der Opferung von Tauben und der Darbringung von Weihrauch, in der Verbindung mit der See sowie dem Gartenbau und in der Existenz unbekleideter Kultbilder. Also quasi antike Pornografie. Ne? Die phönizische Kolonisierung Zyperns steht da oben drüber in einem Satz, in deren Zuge auch ein Astarte-Heiligtum in Kition entstand, wird dagegen erst ins 9. Jahrhundert datiert. Ist also jetzt hier nicht chronologisch. Ne? Dem Bade entstiegene Venus des Medici-Types.
Als Indiz eines orientalischen Einflusses wurde häufig die Tempelprostitution angesehen. Herodot berichtet von einem Brauch der Babylonier, das berichtet die Bibel übrigens auch, den er zwar selbst als deren Hässlichen bezeichnet, der sich so ähnlich aber auch hier und da in Zypern finde. Jede Frau müsste sich einmal im Leben im Tempel der assyrischen Liebesgöttin Melitta einem Freier für Geld hingeben, wobei halb freilich die Hübschen und Staatlichen schneller fertig wurden als die Hässlichen. Also Tempelprostitution gibt es nicht nur in der Bibel, sondern auch in anderen Schriften. Und die wird heutzutage speziell bei Wikipedia völlig, völlig negiert, völlig in Abrede gestellt. Ne? Dann gucken wir uns die Sachen weiter an. Wir sind ja immer noch Barbar eigentlich. Aphrodite ja, auf einem Schwan. Ja. Da war doch letztens dieser Film oder was? The Black Swan? Ja, es gibt ja auch noch Schwanensee, ne? Mhm. Ja, das gibt es auch, genau. Unter anderem, ne? Das sind alles so Namen, wenn man da so drüber blättert, dann fällt einem das mal eben ein. Und das ist dann ja auch, um den Leuten ein wenig Ideen zu geben, wie sie selbst noch ein bisschen mehr nachforschen können, aufgrund dieser Stichworte, die wir hier liefern, ne? Es gibt ein Festival der Astarte, das hat natürlich mit einem heiligen Ei zu tun. Daher kommt natürlich auch Easter, das sind die ganzen Geschichten. Und in den alten Zeiten waren eben Eier in religiösen Riten der Ägypter und der Griechen, die eben für mystische Zwecke in den Tempeln dann halt genutzt werden. Natürlich hat das Ei mit Fruchtbarkeit zu tun. Ein Ei der wunderbaren Größe wurde dann eben vom Himmel in den Fluss Euphrat geworfen. Und das kennen wir ja alles, ne? Und ach ja. Venus, Astarte, alles ist hier miteinander verwoben und verbunden. Das ist das Ei der Astarte. Das war da noch nicht in Osterfarben angemalt. Das ist nämlich auch ein Schwarz-Weiß-Bild hier. Ne? Sacred Egg of Paganism. Aus dem Buch Alexander Hislop. Ich wollte gerade sagen, das haben wir doch in Babylon Mysterien Religion von John Ralph Woodrow besprochen. Ne? Mhm. Ja. Na? Und jetzt geht es noch weiter. Die Göttin, wir reden hier immer noch von die Göttin, von Aphrodite, wird oft in Verbindung mit Tieren wie der Taube, der Schwalbe, dem Schwan und dem Sperling gebraucht, aber auch der Bock, die Schildkröte. Auf ihr ruhte der Fuß des Goldelfenbeinen Standbilds der Aphrodite Urania in Elis von der Hand des Phidias. Der Delfin und der Hase können ihr Symbol sein. Ihr Symbol ist außerdem der Spiegel. Damit sind wir natürlich genau bei Spieglein, Spieglein an der Wand. Aphrodite auf der Schildkröte. Antikensammlung Staatliche Museen zu Berlin. Tja. Da kann man mal wieder sehen, ne? Das ist alles nicht nur vor ein paar tausend Jahren, das ist alles noch aktuell. Deswegen heißt die Fernsehserie ja auch Babylon Berlin. Ne? Dass der Ergänzer mit einer Schildkröte durchaus das Richtige getroffen hat, können antike Quellen bestätigen. Die berichten, Phidias habe eine Aphrodite Urania für Elis geschaffen, die einen Fuß auf eine Schildkröte setzte. Turtle in Greek, Tutwas und Türkel und so weiter. Und das ist eben die See. Schildkröte. Gucken wir uns weiter an. Da seht ihr das alles. Da gibt es sogar Phasen und so weiter eben aus Griechenland, Italien und garantiert auch noch anderen Ländern. Ja. Das sind eben hier die ganzen Quellen, die ich hier alle belegen kann, wo eben die ganzen Bücher, wo es alles drinsteht. Ihr könnt es auch gerne selber herausfinden, selber mal recherchieren, wie der Jörg schon so richtig sagte. Ja, guck mal hier, die Turtois, referring to the Turtois that baby Hermes killed and turned into Apollo's first Lyre und so weiter und so fort. Also ihr seht, es ist wirklich eine ganze Menge, was hier auch mit Tieren, auch im religiösen und Götzenkontext sozusagen da zu tun hat. Ne? Eine weitere Aphrodite Urania stand auf dem Kolonos Agorios in Athen und aus einer anderen Aphroditendarstellung mit der Schildkröte, etwa eine Statue in Kyrene oder ein Relief im Vatikan. Da frage ich mich ja immer, warum stehen in Afrika, warum stehen im Vatikan so viele Statuen, wo ja eigentlich das zweite Gebot heißt, du darfst keine Bilder haben und keine Bilder anbeten. Junge, 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 ne? Das ist ja schon mal seltsam. Aber gut, die Katholiken haben ja das zweite Gebot nicht in den 10 Geboten drinstehen. Ne? Die haben ja eine andere Reihenfolge und haben das ja eben mal ausgeschlossen. Dann guckt euch mal die nächsten Seiten an, es wird nicht besser werden. Und vor allem wird es immer moderner jetzt gleich. Original ist 430 vor Christus. Ja. Insbesondere ist sie auch die Göttin der Blumen, also Götzin der Blumen, hallo Rose, Bäume und Früchte, das ist alles dasselbe wie Astarte und Semiramis. Ne? Und damit sind wir natürlich auch bei Rose,
ja, apfelheilig sind. Warum wohl? Ich meine, da müssen wir, glaube ich, keine Bibellesung drüber machen. Es war auch kein Apfel. Ne? Aber neben Tempeln, das war nur eine Frucht in der Bibel, aber kein Apfel in der Genesis, aber neben Tempeln besaß sie daher auch heilige Haine. Ach. Ja, und häufig wurde sie mit dem im Urteil des Paris gewonnenen Apfel in der Hand dargestellt. Ne? Granatapfel und so weiter und so fort. Viele Pflanzen, die psychoaktiv oder erotisierend wirken, die nennt man heutzutage Aphrodisiaka. Hm? Hat also ganz stark die Aphrodite mit Sexualität zu tun. Also, wir brauchen, glaube ich, hier über die Schildkröte keine Eulen nach Athen tragen. Ne? Aber auch keine Schildkröten nach Melos. Der Kult ist eben aus dem Syrischen nach Zypern gelangt. Ne? Nochmal, das ist da, wo man sich verlobt hat. Das ist da, wo ihr Polizeiinspektor hinversetzt worden ist. Ne? So viel mal zu den Zufällen. Und das ist eben auch Askalon in Syrien, wo eben der Tempel der himmlischen Aphrodite stand. Ne? Die große Göttin, die Mutter von Himmel und Erde, die da eben verehrt wurde durch östliche Nationen unter Variationen von Namen, Melitta in Assyrien, Astarte in Phönizien oder die himmlische Aphrodite oder die himmlische durch die Griechen. In Athen existierte in den Gärten, die wohl am Ilissos lagen, ein Tempel der Aphrodite Urania, welches sie durch einen unterirdischen Gang erreichte, um Gegenpost zu erhalten und so weiter. Also es waren da schon ganz, ganz, naja, also wir... Ich will jetzt da keine Mutmaßung machen, aber was hat man denn da alles in den unterirdischen Gängen dann da gemacht? Also das unterirdische Gang heißt immer, ich habe irgendetwas zu verstecken. Der Beiname, der Pandemos, heißt jetzt nicht nur die bagegischen Volk. Ja? Pan steht für den Gott Pan. Mhm. Und damit natürlich auch für die Panflöte, beispielsweise bei Gimme, 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 A Man After Midnight. Und als Polisgöttin diente Aphrodite darüber hinaus vermutlich im epirotischen Kassope und im thessalischen Metropolis. Herzlichen Glückwunsch. Irgendwie kommen hier alle meine Lesungen irgendwie Stück für Stück vor. Ne? Das ist das satanische Pentagramm hinter dem Robotermenschen Maria, also quasi auch die himmlische, ne? Also auch die Kuckuckuh. Ja, und jetzt nochmal, es kommen noch mehr Zufälle. Die keine sind. An dem 50. Geburtstag von Stikkan Andersson, dem Manager von ABBA, wurde dieses Lied gespielt. Jetzt guckt mal, was ich da angekreuzt bzw. richtig fett gedruckt habe, was jetzt da in der Mitte kommt. Er hat nämlich unter die Parnasse gesungen. Parnasse ist ein Gebirge in Griechenland, der Berg der Musen. Wir sind schon wieder in Griechenland. Schon wieder. Schon wieder. Und nochmal, Aphrodite ist einer der 12 olympischen Götzinnen. Und im Jahre 2002 wurde in Berlin die Hera und die Aphrodite und die Athene ausgestellt, die eben das Urteil des Paris erwarteten. Also Paris jetzt nicht die Stadt, sondern eben, ne, ihr wisst von Troja, also neues Kudamm-Eck von dem Künstler Markus Lypos, der einen eigenen Geniekult beschreibt. Ja? Im englischen Sprachraum stammt das vom lateinischen Genius ab, einem Schutzgeist der römischen Religion. Wir reden hier vom Jahre 2002. Wir reden hier nicht von vor Christus. Geht weiter. Also solche Dinge, die ausgestellt werden, sollte man immer beurteilen, das sind alles Verehrungen heidnischer Götzinnen. Ne? Oder Götz ist alles hier benannt. Die Presse stilisierte ihn zu modernen Malerfürsten. Ja, warum denn? Warum denn? Wer beispielsweise hier so ein Bild hat vom Echo des Poseidon. Poseidon ist ein Gott, ne? Ist ein Götze. Oder, ach, noch viel mehr, das Urteil des Paris, der gestürzte Krieger, Daphne, Mercurius ist Merkur, Herkules, Hektor, naja, Beethoven war mal ein Ausrutscher. Und ein Adler im Sitzungssaal des Bundesgerichtshofes, den hat er auch gemacht. Ne? Und es wird ja gesagt, dass der Titan Prometheus den Göttern das Feuer jetzt entwendet hätte und es den Menschen gebracht hätte. Ja. Und deswegen hat ihn der Göttervater Zeus grausam bestraft. Es gab nie einen Prometheus und es gab auch nie einen Zeus. Was es gibt, ist Lucifer, der heute Satan heißt. Ne? Im Griechischen heißt nämlich Prometheus angeblich Vorausdenkender und Epimetheus, der Danachdenkende. Der glaubt und der ahnt nicht, was jetzt kommt. Die Deutsche Bundesbank. Die schreiben hier, am 29. Mai 2019 in Frankfurt am Main, Prometheus und Epimetheus im digitalen Zeitalter. Also glaubt man jetzt nicht, das hat irgendetwas mit vorchristlichen heidnischen Bräuchen zu tun. Ja, hat es. Gucken wir uns kurz an, nur ganz kurz.
Prometheus und Epimetheus im digitalen Zeitöffner, Eröffnung des Bundesbank-Symposiums, Zahlungsverkehr und Wertpapiereentwicklung oder Abwicklung in Deutschland im Jahre 2019. Möglichkeiten neuer Technologien, Krypto-Token, Blockchain, digitales Zentralbankgeld, alles unter dem Titel Prometheus. Das ist derjenige, der angeblich das Feuer bringt. Das ist die Flamme, die ausgeht von dem Eliphas Levi, Baphomet zum Beispiel. Also alles Luzifer. Das ist die deutsche Bank hier. Deutsche. Unglaublich, oder? Unglaublich? Ja, ist aber so. Das sind alles offizielle Quellen hier. Bargeldnutzung und so weiter. Brauchen wir alles nicht. Ne? Wer zum Beispiel, jetzt pass mal auf, jetzt ist nämlich total interessant. Bisweilen sagt jetzt dieser Bericht jetzt hier, können Verbraucher in Schweden auch gar nicht mehr mit Scheinen und Münzen bezahlen. Wer zum Beispiel das beliebte ABBA-Museum in Stockholm besuchen möchte, muss den Eintrittspreis von 250 Kronen per Karte oder Smartphone entrichten. In vielen schwedischen Kirchen trifft man sogar mittlerweile den Kollektomaten an, eine Art digitaler Klingelbeutel mit Kartenlesegerät. Ist ja alles so lustig hier, ne? Alles schön digital speichern. Ich glaube, in spätestens 5 Jahren, glaube ich, ist beschlossen, dass in Schweden das Bargeld ganz abgeschafft wird. Ja, aber interessant, dass es bei ABBA schon länger der Fall ist. Ne? Ja, ja, das ist eine andere Sache. Wir hatten das ja gelernt. Das ist ja alles in derselben Agenda, weißt du? Richtig. Und wir sehen das ja heute mit Corona ja auch. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber hier in Belgien gibt es schon Geschäfte, wo du gar nicht mehr Bargeld bezahlen kannst. Wenn du zum Beispiel auf den Bus gehst, dann musst du dir dein Ticket digital kaufen. Du kannst kein mit Bargeld einen Bus besteigen und dann noch irgendwie einen Fahrschein lösen. Das gibt's nicht. Das ist alles elektronisch. Ne? Und ja, die wollen ja, hier auch Europa stärken. Und Europa ist dann letzten Endes die Trophäe von Zeus. Ja? Europa ist die Trophäe von Zeus. Ja? Mit der er dann wieder wohin gefahren? Nein, wohin gefahren ist Quatsch. Also wohin geschwommen ist. Ne? Zeus hat Europa geraubt. Europa ist jetzt nicht nur ein Erdteil. Ja? Europa ist die Tochter des Agenor und eine Gestalt der griechischen Mythologie. Sind wir schon wieder bei Griechenland. Ja? Der Erdteil ist benannt nach der Göttin, ne? Sagen wir es mal so. Ja. Ne? So, und Zeus hat sich damals verwandelt in einen Stier, weil er hat ja seine Gattin betrogen, und hat dann eben die Europa entführt aus seinem Rücken, das sieht man auch auf gewissen Euromünzen noch, und ist dann nach Kreta gesprungen. Jetzt könnt ihr gerne lachen, ja. Aufgrund der Verheißung der Aphrodite wurde der fremde Erdteil nach Europa benannt. Also Europa hat den Namen angeblich Aphrodite zu verdanken. Ne? Aphrodite, die Schaumgeborene. Ja? Ist noch lange nicht vorbei, geht noch viel weiter. Hat auch mit Ehestießen zu tun. Ist ja ganz toll, wenn man sich dann in Zypern verlobt. Ne? Eindeutig auf die waffentragende Liebesgöttin deuten dagegen Epiklesen wie jene der ebenfalls in Sparta belegten Enopleos, die gerüstete hin. Pausanias berichtet von einem Heiligtum in Akrokorinth, in dem sie in Waffen gemeinsam mit Helios und dem bogenbewehrten Eros verehrt wurde. Bogenbewehrt heißt jetzt hier Pfeil und Bogen. Was ist denn das da? Das ist der Piccadilly Circus aus Super Trooper Lesung, satanische Musikagenda 137. Wie sagte George Peppard bei dem A-Team, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hm? Tja, Aphrodite, die Dunkle. Tja, die Schnachze der Nacht, da bei Menschen die Begattung nicht wie bei den Tieren am Tag geschehen, sondern in der Nacht. Ja, tolle Dinge, die hier passieren, ne? Und es gibt auch noch Hermaphroditen, die bezeichnet eben vermännlichte Formen der Aphrodite mit maskuliner, manchmal bärtiger Gestalt, wie in Amathaus auf Zypern, schon wieder in Zypern, oder? Guck hier, ja, in Zypern, wo sich Benny und Anifrit verlobt haben. Tja, was ein Zufall alles, ne? Ausgerechnet in Zypern. Geht noch weiter. Angedeutet hier, ne? Geschlechtsmerkmale von beiden, ne? Conchita-Wurst? Auch nicht so lange her. Wie ein Phönix aufsteigen, ne? Geschlechtsmerkmale von beiden, zumindest sieht er aus wie. Ne? Er ist nicht, aber er sieht aus wie. Das liegt auch von der Flamme. Aber gut, er ist jetzt hier nicht die Hauptperson, ne? Ich werde weiterfliegen, obwohl ich da aufsteigen werde zum Himmel. Du wirst mich niederschmeißen, das ist immer durch Knorr bei der Bibel, bei Luzifer, ne? Ganz klar, gar keine Frage. Und der dann Satan geboren ist, ne? Es gibt also einem Zeus und der Aphrodite geweihten Tempel. Ja, ja. Die
allerheiligste Gottesmutter der Aphrodite. Und Zypern, da war noch was in der Bibel. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei einem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach: O, du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechten und Gerechtigkeit, besser gesagt, Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos herab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Ja, danke. Wir sehen in Zypern gleich Zauberer, gleich Sohn des Teufels. Ne? Also ist direkt in der Bibel auch beschrieben, dass es in Zypern solche Menschen gegeben hat. Gar keine Frage. So, die nächsten Seiten. Vers 11 ist doch interessant, nicht? Weil Paulus hier für einen anderen genau das bestimmt, was er selbst mitgemacht hat auf der Straße nach Damaskus. Das auch. Das ist mir auch aufgefallen, als ich das gelesen habe. Ja, das fand ich auch sehr interessant, dass er genau das weitergegeben hat, sozusagen. Ne? Aber im Auftrag, ne? Also, ne? Ja. Mit Vollmacht, ja, genau. Ja, mit voller Macht. Ne? Ja. Aphrodite hat auch viel mit Krieg zu tun. Ja, Venus und Mars und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das nächste, das ist jetzt nur noch auslaufend hier. Die nächsten vier Seiten, die können wir einfach jetzt mal ein paar Bildbeispiele benennen. Und wie gesagt, es kommt eben mehrfach vor in unseren Lesungen auch schon die Aphrodite. Und ja, das ist eben eine Sache, die jetzt hier interessanterweise jetzt alles eben mit diesem griechischen Mythologie zu tun hat bei ABBA. Das ist noch bei weitem nicht alles. Das nächste kommt auf der Seite, wo es jetzt mal anfängt, wieder spannend zu werden hier. Und zwar jetzt gleich. Ja, ihr habt da eine Übersicht beispielsweise, wie halt in den einzelnen Regionen dieser Welt immer so diese angebliche Trinität da eben benannt worden ist. Das ist auch nicht ganz richtig, was hier steht, aber nur damit ihr mal seht, es sind eigentlich immer dieselben, also Zeus gleich Lupita, ne? Das ist immer dieselbe Geschichte dabei. Das ist einfach nur, dass es da, die Namen tauschen sich aus, aber im Endeffekt gibt es das eben nicht. Ja, das sind alles Fantasienamen. Das ist nur, damit jeder so seins hat und dann können die Leute miteinander, untereinander aufgerieben werden. Teile und herrsche. So, jetzt seht ihr hier mal ein Standbild der abgeschlagenen sozusagen Aphrodite. Was seht ihr da auf dem Fuß oder am Fuß? Ich habe es nochmal groß gemacht in dem Bild unten drunter. Ja, guck mal da. Da haben wir eine Schildkröte. Ja, der Fuß ruht auf der Schildkröte. Die Schildkröte kommt aus dem Meer, wird unendlich alt, also für einen Menschen mindestens doppelt so alt, 150 Jahre, und steht für letzten Endes, na, wissen wir jetzt schon. Wir erinnern uns aus Mamma Mia Musical, aus einer anderen Folge von ABBA. In dem Musical geht es um eine Rahmenhandlung, um eine junge Frau, ja, die auf einer griechischen Insel ihren Vater sucht. Wir sind also schon wieder bei Griechenland, denn Aphrodite ist zwar in Zypern an Land gegangen, aber Mitglied des Clubs, des elitären Zwölferclubs des Olymp. Und der Olymp steht nun mal halt in Griechenland, nicht Olympia. Ja, Olympia kommt von Olymp, aber Olymp war zuerst. Aphrodite apparently originated in Egypt, also noch älter die Dame, wenn sie eine wäre. Also das ist alles, kommt natürlich alles aus Babylon, kommt natürlich alles aus den ersten Städten, wo man natürlich dann gesagt hat, nee, wir machen jetzt hier nicht so einen Gottes oder einen Messias, der irgendwann kommt, wir machen jetzt hier eine richtige auf Familie, ne? So Vatergott, Muttergott und dann halt ein Kind, ne? Was dann zum Gott wird. Das war so
glaube ich, so das Vorhaben, der Trick. Alexandria und so weiter. Also ihr seht, das geht also wirklich hier, Women in Hellenic History, es geht also wirklich immer nur um diese Geschichte mit Aphrodite und ihr ist letzten Endes diese Schildkröte zugetan. Sie kommt aus dem Meer und die Schildkröte dann halt auch. Die Schildkröte steht dann halt auch für das Leben und Schutz. Ja? Und wie gesagt, like Aphrodite, Isis steht hier. Also wie gesagt, die Kulte von Isis und Aphrodite entsprechen sich dann auch. Aphrodite gleich Isis. Ja, Aphrodite gleich Venus, gleich Isis, gleich Astarte und so weiter. Das ist alles dasselbe, nur dass es sich jetzt hier eben auf Griechenland bezieht. Ihr ägyptisches Gegenteil der Aphrodite ist eben die Isis. Ja? Ich habe doch keine Seite mehr. Ach so, das ist es. Oh, ja, deswegen habe ich das Bild eingeblendet, Seite 137. Ach, Mann. Ja, dann ist es dann wohl so, dass es dann so sein soll, wie es jetzt ist. Das wird dann der Showdown für die letzte Sendung, ne? Ja, ich hoffe, dass es dann wirklich nur noch eine Sendung ist, weil das alleine dieses Skript für diese Sendung, das war sowas von umfangreich, das kann sich ja kaum einer vorstellen, ja. Naja, also wir haben es ja gerade durchgelesen, ne? Ist schon sehr interessant, muss ich schon sagen. Ja. Ja. Vor allem, wie so die ganzen Dinge aus den verschiedenen ABBA-Sendungen wieder so zusammenkommen, ne? Es machte damals schon Sinn, aber wenn das jetzt alles so zusammengegossen wird, macht es noch mehr Sinn. Und man sieht diesen roten Faden darin, der in diesem Fall nicht durch den Heiligen Geist, sondern durch gefallene Geister gesponnen wird, ne? Muss man ja auch mal sagen dabei. Und also wir haben jetzt noch 82 Seiten. Ja, dann wird die letzte ABBA-Sendung eine extra lange, ne? Aber ich hoffe mal, dass es wirklich interessant war für euch. Also für mich war es auch sehr, sehr spannend, weil ich wirklich nachher die ganzen Sachen miteinander verbunden habe und gesehen habe, meine Güte, das kann doch alles nicht wahr sein. Das hat wirklich alles damit zu tun, dass es da wirklich einen ganz anderen Hintergrund hat und dass da, wenn man so will, heidnische Götzen dann halt auch da verehrt worden sind. Das ist ja ganz klar, ganz offensichtlich bei Cassandra, bei The Visitors und bei Passing an Angel Through My... Ah, jetzt kriegst du gar nicht mehr. Passing an Angel to the Room. Solche ganzen Dinge da, das ist ja wirklich mehr als offensichtlich. Und ja, der Herr Gachtferner Graf ist eine sehr interessante Persönlichkeit und mit dem sind wir auch noch nicht fertig. Da kommt in der letzten Sendung, wenn es ein extra langes wird, so anderthalb Stunden oder sowas, da kommen so viele Sachen, da werdet ihr nur noch den Kopf schütteln. Wenn ihr jetzt in dieser Sendung schon gedacht habt, meine Güte, da hört er gar nicht mehr auf. Aber das ist aber, und das ist die Verehrung von heidnischen Götzen. Wir wissen ja auch, dass Agneta mit Yoga, mit Astrologie, mit Deepak Chopra gelesen hat, dass Anifrit einen Tempel mitfinanziert hat, solche ganzen Dinge. Das sind, und natürlich feiern die alle Weihnachten. Und das sind natürlich alles keine Menschen, die überhaupt bei ihrer Karriere, bei ihrem ganzen Lebenslauf noch Zeit gehabt hätten, in irgendeiner Art und Weise jetzt dann noch die Bibel zu lesen. Und das ist halt das große Problem. Wenn man alles mit allen möglichen Mammon-Sachen beschäftigt, dann hat man zwar ein Leben in Saus und Braus, aber letzten Endes leider ein, wie wir meinen, vergeudetes Leben. Und deswegen sollte man besser mal sich mit diesem Buch beschäftigen. Und wir machen diese Arbeit hier nur mit diesen ganzen Songtexten und Vergleichen und Gegenüberstellungen und Besprechungen nur, um euch letzten Endes wirklich zu zeigen, schaut mal hier, wenn man wirklich richtig genau hinguckt, ja, dann findet man die Sachen auch bei einer solch nach außen hin erscheinenden, völlig unscheinbaren Band wie die Gruppe ABBA. Und wenn wir jetzt schon wissen, da sind Dinge passiert mit Bombendrohungen, mit Entführungsdrohungen, mit nächtlichen Übergriffen, mit Einbruchsversuchen und so weiter und so fort. Ja, das Leben, was die haben, hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit irgendeinem glücklichen Leben zu tun. Das ist nach außen hin, ist das alles ganz toll. Man kann ein bisschen singen, aber den Stress und den ganzen Panik mit irgendwelchen halben Flugzeugabstürzen, mit Busunglücken und so weiter und so fort. Wenn dann noch jemand davon Pech redet, dann hat der oder diejenige, die davon redet, leider die Bibel nicht gelesen. Ja, denn in der Bibel steht halt drin, dass die Menschen auch geprüft werden. Und auch auf diesen Punkt gehen wir in der nächsten Sendung ein. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen kurzweilig gewesen und es war nicht zu viel. Aber ich denke mal, das war von der Tiefe her so, dass wir jetzt wirklich jetzt einen kompletten Schluss haben und sagen können, also die ganzen Sachen, die da passiert sind, sind keine Zufälle. Die sind letzten Endes so passiert, weil diese Menschen von ABBA, auch die Agneta von ABBA, solche ganzen Sachen, von solchen Sachen umgeben sind, wenn die sogar hingeht und im höchst schwanger
ja, nicht nur Thank You for the Music im Liegen einsingt, sondern auch 13 Tage vor der Geburt ihrer Tochter mal eben auf den Vorentscheid auch noch singt. Irgendwann, wenn man eben nicht mehr im Rampenlicht steht, dann kommen dann plötzlich so Dinge, die man vielleicht vor 10 oder 20 Jahren gemacht hat, die kommen dann plötzlich wieder. Und deswegen, Gott sagt, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Und ich denke, an den Taten von Gert van der Graaf kann man eine ganze Menge erkennen, wessen Geist ihn geleitet hat. Deswegen verbleibe ich jetzt hier mit dem freundlichen Gruß, sage danke, auch liebe ABBA-Fans, die ihr dabei geblieben seid. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.